herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm und dem Jürgen Racex. Tag. Tag Racex. So, ich bin hier bei Mist verteilen wieder bei den Gewächshäusern. Was macht der Jürgen? Mähdrescher. Mähdrescher. Der Rest voll von Feld 4, gell, müsste bald fertig sein. Jo. Und was macht der Tiger? Anhänger. Ja? Anhänger. Er steht hier einfach nur mit seinem Traktor und Anhänger auf dem Feld. Man ist wieder unproduktiv, wie immer. Jeder, ja, was soll ich denn sonst machen? Was jeder tut, was er kann, ja. Oder schlafen. Was er am besten kann. Ja, wenn die, sag mir doch mal, was es tun soll. Ja, dann fahr die Milch zum Butterdingens. Okay. Warum das nicht? Wer sagt mir das? Ah, dieser Jürgen. Jeder was zu tun hat. Wo steht denn der? Da. Wer hat den bitte schön in die Garage gestellt? Ich nicht. Muss ein ordentlicher Mensch gewesen sein. Ich. Alter, wer parkt denn? Ich kann den noch in den Garten stellen beim nächsten. Muss ja nicht direkt wieder in den Garten sein. Armer Garten, der wird doch immer schon der wird sowieso schon platt getrampelt. Bei der Nachbarin ins Blumenbeet. Gute Idee. Die wird sich freuen. Einmal quer durchdriften. Wo stehen denn die Anhänger? Die Wasserdinger. Das musst du den Jürgen fragen. Jürgen? Mhm. Ah, da. Fahr zum Wassertrigger, dann siehst du das. Ja, ich hab's doch schon gesehen. Oh, Mensch, was fragst du denn? Ja, aber ich hab gefragt, bevor ich's gesehen hab. Ja, mei. Wenn wir genügend Geld haben, müsste eigentlich die Folge auch noch klappen. Dann werden wir uns die Amazone Condor Sämaschine holen. Und dann können wir die Felder wieder ansehen. Alter, die Condor direkt? Geil. Ja, klar. Ja. Allerdings muss da natürlich der Traktor fahren, der arm ist. Weil die braucht 270 Pesen. Und ich habe 273. Ich habe 280, 300. Und die ist grün, das passt nicht so zum Fan. Der ist orange. Lackier den um. Nee, wenn ihr den umlackiert, ne? Ich mach alte Filme. Mach. Kündigung geht raus. So, gut. Ich mach mal hier gerade zu, nicht, dass da hier Unbefugte das Gelände betreten. Gebeten betreten. So, dann können die nächsten 12 oder was, keine Ahnung, ich glaube 20.000 hat sogar das ganze Ding hier oben gebracht. Warte mal, mal doch nachgucken. Ja. Aber vielleicht nicht. Wenn man... Gebäude. Oder wir lackieren den Fan schwarz. Nein, ihr lasst ihn. Houston. Houston. Yes. Ich sitze auf der Leitplanke fest. Die Buttermaschine geht nur 1000 Liter rein. Kommst du runter, Volker, oder soll ich helfen? Das sieht schwer aus, schlecht aus. Ich komm. Ach, Tiger fährt. Dreh dich doch schon mal mit dem Rohr zu mir. Ja, fahr doch erstmal, Volker. Ah, nee, passt. Sitz, bin frei. Okay. So, lol. Hab ja einen Frontlader dran, zum Glück. Hab's jetzt falsch verstanden, sorry. Was ist an, ich sitze auf der Leitplanke fest, falsch zu verstehen? Nee, ich hab gedacht, ich wäre voll. Akustisch nicht verstanden. Über deinen Gemütszustand wollten wir uns jetzt eigentlich nicht austauschen. Hm? Oder Alkoholpegel. Hm? Nee, Mähdrescher. Nix, wurscht. Der hat gedacht, der Mähdrescher wäre voll. Gut, dann nochmal Käse. Wie viel Käse kommt aus einem Ding raus? Butter, damit. Muss ich dran denken.
Kann man Butter auch im Hofladen verkaufen, ja, gell? Ja. Und in welchen Trickel kommt das? Auch ins Regal. Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie der Käse aussieht, aber wahrscheinlich. Die Butter. Butter. Sag's doch. Angesteckt. Gut. Dann werde ich gleich mal, ich habe hier gerade einen freien Anhänger, kann ich gleich das nächste Schweinefutter holen. Ach, Wasix. Toll. Machst du gut. Machst du gut. Kannst du schön das Rohr rein und rausfahren. Mhm. Schweinefutter 8290. So, ich gehe mal gerade noch gucken, wie viel Diesel wir haben. Siebentausendfünfhundert. Ich habe auch noch was drin. Ja, noch vier Körnchen. Oh, willst du mich verarschen? Seid ihr jetzt fertig? Sind die vier Körnchen raus. Seid ihr fertig mit dem Feld? Ja. Und dann lasse ich den hier gerade mal stehen. Dann, Digga, fuck, guck mal auf das Schneidwerk. Hast du die Käseproduktion auch befüllt? Ja. Bist du richtig Alter, du hast jetzt das. Nein! Du hast gerade den Anhänger umgekippt. Oh. Ja, jetzt ist die ganze Scheiße auf dem Boden, oder was? Nein. Okay. Sei froh, dass wir kein RP spielen. Das muss jetzt sein. Alter, der Fende. Guck mal hier, guck mal, guck mal. Guck mal, jeder wird da hoch. Jeder wird da ab, du. Was bringt uns das jetzt? Schnell mal den Raps bitte reinkippen, dass wir Diesel produzieren. Ja, ich bin dabei. Alter, Alter, Alter. Also gedacht, ich zucke. Ich halt vorwärts. Außerdem habe ich die ganze Zeit nein geguckt auf Siegerfarm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du von vorne kommst. Teamwork. Ich fahre mal gerade zum Händler, dann kann ich nämlich die Kondo direkt abholen. Saatgut haben wir. Haben wir auch noch Dünger, Feststoff? Ja, gell? Nein. Ja. Wer hat den Krampe denn da, den Ding, den Akkuliner hingestellt? Der gehört in den Ding. Akkuliner? In den Krampe, da ist Schweinefutter drin. Du kippst auf der anderen Seite das Zeug rein und dann hast du Schweinefutter fertig. Ja, aber warum hast du das in den Kleinen gefüllt? Ist doch wurscht. Nee. Stimmt, Käse. Ja, mei. Nee, Butter. So, beeil dich. Ja, ich bin. Jetzt hetz mich nicht. Ich arbeite schon. Ja, danke, Leck. Danke, dass ich 5000 Meter Puffer. Sehr nett von dir. Wer jetzt sagt einer bitte. Bitte. Vorlage muss also sein. Ich muss sagen, der Frontera sieht ziemlich clean aus, so vom Design her. Rona, wo bist du? Am Hof. Ich fahr gerade den Pflanzenschutz auf die Seite. Hat hier irgendeiner mitten auf dem Hof ausgekippt. Ich nicht. Ich auch nicht. Warum steht der Johnny beim Händler? Weil der auf die Amazone wartet. Ich bin ja schon unterwegs, ey. Wenn ich schon mal drüber dünge übers Feld, hat es einen Einfluss? Ist es danach nach dem Sein doppelt gedüngt? Nein, nein, das geht nicht. Okay, wenn du düngst und dann mit einer, hier links, mit einer Seemaschine, die auch mitdüngen kann, dann ist es nur einmal gedüngt. Okay. Ja, warte mal, Dünger haben wir noch ein Big Pack. Warte, 1000. Ja, 1000 Dünger haben wir. Das müsste eigentlich erstmal passen. Was soll ich machen? Guck mal nach den Enten, wegen Eier hin und her.
Ente gut, alles gut. Wo ist mein C-Tor? Da sitze ich gerade drin. Ah. Ente gut, alles gut. Ente gut, alles gut. Ja. Wo Sinn. Machen die denn die Eier hin? Sinnfrei, in den Stall. Ah, ein Päckchen. Die machen da auch hin. Erst wegtragen, wenn es voll ist, wenn es zu ist. Dann ist es voll. Racex? Hm? Ist das noch offen, das Päckchen? Hm? Oh, Alter. Ist ja geil, wie die Kabine wackelt, wenn du hier Gas gibst, gell? Aber es steht noch da, wo es war. Ich hab's nicht angefasst. Okay, dann passt. Dann guck mal nach der Butter. Ja, freilich Butter, Butter. Wie geht denn das mit der Butter? Einsteigen. Dann reicht nicht. Scheiße. Das habe ich mir reicht, da fast schon gedacht, ey. Die ist voll. Ja, ich weiß. Ich habe die auch schon angemacht. Oh. Die kann auch nur eine Tonne fassen. Musste gerade noch mal nachkaufen. Nachleihen. Dass wir uns die jetzt kaufen können. Es wird sich rentieren. So, dann machen wir jetzt aber den Move. So. Hä? Jetzt haben wir nur einen Pütz. Nee. Hast einmal zu viel geliehen. Nee, ich brauche ja noch Dünger. Was hast du denn? Der Kontostand hat sich nie verändert. Scheiße. Guck, jetzt hast du mich genervt. Jetzt habe ich den falschen Dünger gekauft. Oder 1900. Ja, es ist. Ja. Autsch. Leitplanke. Autsch. 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 Nicht ankuppeln. Kuppel nicht an. Ich muss erst begutachten. Du musst erst. Bist du Stiftung Warentest? Ja. Stiftung Warentest, Testsieger bewertet. Spring mal runter da, bitte. 1. Wie bitte? Ach, geh mal raus. Jetzt. Er muss testen. Spring rein, häng an, füll auf. Ich gehe hier in den Tank und dann fahre ich mit. Jo. Bist du schnell. Gummi. Zu schnell. Halt weiter. Achtung, Auto. Was versucht ihr denn da? Ich bin mitgefahren. Wo bist denn du jetzt hin, hä? Im Drescher. Musst erst an den Hof, gell? Warte mal. Kurz leise. Tiger fahren. Was? Hast du das Schweinefutter vom Hof mitgenommen? Nein. Ja. Weil du mir das zu spät gesagt hast. Das habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Nee, du hast es zu spät gesagt. Du warst schon an der Kreuzung. Letztes Mal. Beim ersten Mal, wo du verkauft hast. Nee. Also, eine Tonne Butter ist fertig. Okay, gut. Mal, wie holen wir das raus? Das darfst du rausfinden. Ich erlaub's dir. Achtung! Halt, stopp! Tank mal bitte das, was hier an der Produktion steht, weg. Warte mal kurz. Das Big Pack, was da unten drunter steht. Ups. Wie lädt man das denn? Zur Hölle entgeht man das. Da unten. Alter, wie zwingt denn der Zitto das Teil hier rein? Wie geht denn das jetzt?
Überladen starten. I. So. Hä? Wie macht man das hier raus? Was denn? Ja, die Butter. Ich komm mal rüber. Raus. Geh mal raus. Also fertig ist es. Das ist nur das Teil da schließen. Warte. Achtung, vor dem Schatz noch mal bitte. Ach, läuft. Motor stoppen. Ich würde jetzt mal sagen, probier mal, ob du das mit dem Fass rauskriegst. Ja, da ist noch Milch drin. Ja. Ja. Dann Tank über in das Dings da. Aber warte, wir können auch einfach gucken, ob das ja, Fass... Ja, in das was? I beg the business. In yes, was soll ich machen? Ja, guck mal, wenn du drin bist, hat es so ein... Das Saatgut aus dem Dings da rausnehmen. Was dann vor dem Strohlager liegt. Wo soll ich denn die Milch jetzt hinkippen? Ja, tank sie über in die, hier, das hier. Übertanken in das andere Teil. In die. Ja, Teil hilft mir nicht viel. Na, in die Käseproduktion. Das sagt gut. Das sagt doch. Sag doch. Eins und eins gibt in der Regel bei mir zwei. Ja, wenn man es nicht sagt. So. Gut, hier steht noch Dünger. Und dann probier mal, ob du von dem Anhänger hier Saatgut rauskriegst. Vielleicht brauchen wir dafür auch einen Traktor. Ups. Kriegst du aus dem Silohopper raus oder nicht? Nein. Okay. Dann steht da drüben hinten, steht ja noch. So Leute, aber das war's auch schon wieder von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, liebend gern ein Like, Abo oder Kommentar da lassen. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Tschüssikowski. Tschö. Tschö.